Willkommen zu Let's Play Super Mario 3D All-Stars, der heute erschienenen 3D Mario Collection für die Nintendo Switch, wo es Super Mario 64, Super Mario Sunshine, übrigens erstmals neu erschienen, und Super Mario Galaxy in einem kompakten Paket gibt. So sehen die Interfaces aus. Das gibt es alles hier verfügbar, inklusive der kompletten Soundtracks, was eine sehr nette Addition ist, nachdem es das in Smash Bros. Ja praktisch schon ja, als Tradition etabliert gibt, dass man den gesamten Soundtrack on the go sich quasi so ein bisschen mit der Switch gönnen kann. Ich kenne zwar niemanden, der es tut, aber es ist ein netter Bonus. Und es erinnert ein bisschen an das, was sie 2010, meines Wissens nach, mit Super Mario All-Stars auf der Wii gemacht haben, wo es ja auch eine Soundtrack-CD gab. Gut, eine davon hatte Soundeffekte, aber immerhin, wir haben die Soundtracks. Wir haben Super Mario Galaxy in 10 Sprachen, ein wahnsinniges Abenteuer. Super Mario Galaxy ist in meinen Augen so ein klein bisschen untergeordnet gegenüber Galaxy 2, wozu wir auch noch kommen. Aber das klären wir, wenn wir das klären. Super Mario Sunshine wird definitiv das Interessanteste für meine Begriffe, denn ich habe es tatsächlich noch nie gespielt. Ich habe es ein bisschen gesehen, also es ist nicht wirklich völlig blind und ich werde ein paar Stellen wiedererkennen, aber das werden wir als letztes spielen aus der Collection, einfach aus dem simplen Grunde, dass ich mich mit diesem Spiel so am unsichersten fühle. Und Super Mario 64, damit werden wir anfangen. 1. März 1997 müsste der Europa-Release sein. Das gibt's auch nur in 5 Sprachen. Wahnsinn. Wir können entweder Englisch, Français, Deutsch oder Wingdings spielen. Wir spielen Deutsch. Ich hätte fast Wingdings genommen, aber nee. Deutsch. Und ich würde sagen, wir fangen an, oder? Wir verlieren gar nicht viele weitere Worte. Okay, das ist cool. Ich glaube, man hat noch nie so hochauflösend das Artwork gesehen. Ich bin nicht Mario. Ich kann nicht für Mario sprechen. Wie ihr seht, wurde ein bisschen was an den Texturen gefeilt. Die Polygonzahl müsste identisch sein, aber es ist einfach alles ein bisschen grafisch aufgewertet. Ich fall direkt mit der Tür ins Haus. Das alles hier sind keine Ports. Das alles hier sind Emulatoren und ihre ROMs bzw. ISOs. Es macht allerdings trotzdem einen vernünftigen Eindruck. Also ich kann verstehen, warum Leute sich beschweren, dass es die entsprechenden Emulatoren geworden sind und nicht wirklich Ports oder Remakes. Auf der anderen Seite wüsste ich jetzt auch nicht, wo der große Verbrauchernachteil liegt. Also ja, es ist nicht hundertprozentig perfekt und man hätte sich mehr für 60 Euro wünschen können, aber es ist in Ordnung. Ich würde sagen, wir nehmen File A. Super Mario 64 läuft in 720p und ich denke, das ist das, woran sich die meisten Leute aufhängen werden. Und woran ich mich auch ein kleines bisschen störe. Denn Super Mario Sunshine hat es in 1080p mit Widescreen-Support geschafft. Und von findigen Moddern und Entwicklern und auch einem PC-Port von Super Mario 64 wissen wir, was möglich wäre. Und ein Kritikpunkt vieler Leute ist, ich weiß, man soll nicht mit dem Negativen anfangen, aber ich bin gerade schon dabei. Keine Sorge, ich werde auch Positives sagen. Ein Kritikpunkt vieler Leute ist ja, dass sie so ein bisschen nur das Nötigste gemacht haben. Also hier beispielsweise war ja die Begründung, warum es kein Widescreen gibt, dass es technisch nicht fehlerfrei möglich gewesen wäre, aber sämtliche Ports und Mods zeigen ja, dass es möglich wäre. Die Schriftart ist ein bisschen verbessert, das HUD ist ein bisschen verbessert, da fallen einem die ersten richtigen Verschönerungen auf. An sich werden wir das auch bei manchen Texturen zwischendurch mal bemerken. Ich sehe zum Beispiel, dass die Bäume ein bisschen runder und knackiger sind. Ich glaube auch das Porträt oben am Schloss, was wir jetzt noch nicht sehen, das wird auch ein bisschen schöner. Herzlich willkommen! Durch eine Warpröhre bist du direkt zum Schloss der Prinzessin gelangt. Die Steuerung ist einfach. Benutze den B-Knopf zum Springen. Boing. Drücke ich gleich. Geil. Und den Y-Knopf zum Schlagen. Hinweisschilder kannst du lesen, wenn du dich da vorstellst und den A-Knopf betätigst. Okay, das ist ein bisschen Ort. Der L-Stick dient der Steuerung. Alles klar. Also lesen ist jetzt... Ah ne, geht auch mit B. Ich frage mich ehrlich, Moment mal, das ZL-Symbol? Das ZL-Symbol, oha! Dann duckt sich Mario. Ist also auf der linken hinteren Schultertaste. Ich frage mich, warum sie B und A hier... Ja, Stampfattack ist dann auch auf ZL, das ist quasi der Z-Ersatz. Ich frage mich, warum sie hier B und A so getrennt haben. Keine Ahnung. Oh nein, Lucky Two! Man sieht ihn an der Tür, weil es emuliert ist. LOL! Guten Tag, liebe Freunde des Action-Kinos, der Lucky Two-Film AG versorgt euch ständig mit den neuesten Informationen.
Mario hat gerade Prinzessin Toadstools Schloss erreicht und macht sich auf die Suche nach dem Powerstern. Unser wagemutiger Kollege wird ihn auf dieser heiklen Mission begleiten. Der rechte Stick dient der Steuerung der Kamera. Bediene den rechten Stick nach oben, um dich richtig umzuschauen. Du kannst die Perspektiven beliebig verändern, sollte sich der Blickwinkel einmal nicht verstellen lassen. Er klingt ein Warnton. B, weiterspielen. Geil, Bruder, geil. Wollen wir? Oh, oh, oh. Ich mag die Kamera in Mario 64. Ich weiß, viele haben ein Problem mit ihr, aber ich finde, sie hat irgendwie ihren Charme. Na, wen haben wir denn hier? Es ist niemand zu Hause, also verschwinde besser wieder. Wah, wah, wah. Nein, ich werde nicht gehen. So, das ist die Mario-Kamera. Und wenn wir jetzt... Ja, das ist mein absoluter Lieblingsmodus, diese First-Person-View. So, direkter Disclaimer. Ich bin kein Gott in Mario 64. Ich weiß, dass im Internet Mario 64 mittlerweile etwas ist, was so gut wie jeder irgendwie beherrscht. Zumindest gefühlt. Ob das wirklich stimmt, kann ich nicht sagen. Wir besiegen jetzt erstmal König Bob Omb. Ich selber würde sagen, ich bin Durchschnitt in dem Spiel. Also erwartet nicht so viel. Ich krieg vielleicht die 120 Sterne voll, aber ich werde ein paar Mal sterben. Du bist inmitten der Kampfarena gelandet. Sei vorsichtig. Die von Bowser erbeuteten Powersterne findest du in den Wandgemälden. Sprich zuerst mit Buddy der Rosa Bombe. Drücke A, um dich mit ihr zu unterhalten. Sie und ihre Kollegen werden dich sicher unterstützen. Drücke A, um Schilder zu lesen. Mit A, B kannst du die Nachrichten umblättern. Dumm, da, dumm, da, dumm. Machen wir doch direkt mal. Ich bin mir sicher, ihr habt das noch nie auf YouTube gesehen. Hallo, sei wachsam. Du befindest dich inmitten einer Schlacht. Aber ich gebe dir ein paar Tipps. Überquere die beiden Brücken und achte auf herunterfallende Wasserbomben. Die sind hier nämlich voll pranky unterwegs. Die filmen gerade ein neues YouTube-Video. König Bob ist äußerst gefährlich. Lass dich nicht von ihm... Dieses scharfe S. Dieses scharfe S bereitet mir gerade mehr Probleme, als es sollte. Wir sind die wahren Bob-Bombs und werden dir helfen. Sprich mit uns, wann immer du möchtest. Also, technically seid ihr ja nicht die... Egal. So, ich kenne mich ein bisschen aus. Ich kann das Spiel nicht. Geil. Das Ende fängt genauso an wie Smash Bros. Anno 2018. Da war ich genauso kacke drin. Ich würde sagen, ich kann es einigermaßen. Es ist super ungewohnt, mit den Joy-Con zu spielen. Und jetzt werden sie alle schreien. Hol dir den Pro-Controller! Und ja, ich denke, das ist das allererste Spiel, wo ich wirklich klar sagen würde, Pro-Controller definitiv nicht ein Muss, aber man wird den Unterschied stark spüren. Denn, sind wir mal ehrlich, die Analog-Sticks von den Joy-Con, die sind jetzt nicht wirklich für krasse 3D-Abenteuer geeignet und ich kann mich dabei sehen, wie ich Odyssey damit spiele, weil das Moveset so schön komplex ist und man eh viele Möglichkeiten hat. Aber bei Mario 64, der Joystick vom N64-Controller hat dann doch seine Vorzüge gegenüber den Joy-Con. Das muss man einfach mal so sagen. So, lass mal miteinander reden. König Bob Omb. Warum bist du zweimal so groß wie ich? Weil. Ich weiß, ein geiler Grund. Soll ich mal demonstrieren, was passiert, wenn man ihn runterschmeißen würde? Er wird einen nämlich anmaulen. Er wird sagen, ey Bruder, was, Junge? Das ist gegen die Regeln, Bruder. Wenn du das noch einmal machst, banne ich dich auf Twitch. Es sei denn, du abonnierst für 3,99, denn es ist September, lol. Stell dich mal vor, König Bob und Pet und Twitch-Account. Mein Leben wäre vollständig. Und euer ist bestimmt auch. Und deswegen werde ich König Bob Omb jetzt easy get recken. Mit einem Recken. Aus Zelda, lol. Mein Commentary ist on point. Es ist der erste Boss in Mario 64. Besser geht das nicht. Es tut mir leid. Du hast mich besiegt, Bruder. Junge, ich abonniere jetzt mich selber auf Twitch. Weil mich sonst keiner abonniert, weil ich verloren habe, lol. So, pass auf, es ist emuliert, es ist emuliert. Ja, es geht noch. Und ich habe es direkt geschafft. Hätte ich das jetzt nicht im First Try geschafft, ne? Das ganze Let's Play hätte ich abbrechen müssen. Weil das muss man einfach schaffen. Wir speichern. Wir haben einen gestohlenen Powerstein gefunden. Yay, geil, Bruder. Aber ich gehe trotzdem erstmal noch hier rein. Denn wir machen hier noch eine Mission. Das sehe ich überhaupt nicht an. Den schnellen Koopa sollen wir besiegen. Soll ich mal mit etwas flexen, was das ganze Internet weiß? So, du. Ich lese mal die Dialoge nicht vor. Ihr kennt die seit 20 Jahren oder sogar noch länger, 23 Jahren. Soll ich mit etwas flexen, was das ganze Internet weiß? Wenn man die Sprungtaste hier gedrückt hält und kontinuierlich... Haben die das gefixt? Die haben das nicht gefixt. Ne, die haben es nicht gefixt. Okay. Ich habe weiterhin eine Möglichkeit zu überleben in diesem Ding. Für die Leute, die es noch gar nicht mitbekommen haben, der BLJ, der Backwards Long Jump, den man nutzen konnte, um das Spiel mit 0 Sternen durchzuspielen, wurde gefixt. Aber nicht erst mit dieser Version, sondern mit der Japan-exklusiven Shindo-Version. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus.
Die ist meines Wissens nach ein Jahr nach dem Japan-Release des normalen Mario 64 erschienen. Und da wurden generell so ein paar kleine Anpassungen gemacht. Eine davon, beziehungsweise die wohl prominenteste für alle insgesamt, ist der BLJ. Das werde ich jetzt nicht gut demonstrieren können. Aber, ja, ihr seht, der Speed setzt sich immer wieder zurück. Und das ist normalerweise etwas, was beim BLJ nicht passiert. Sobald ich auf dem Boden lande, geht der Speed gen 0 oder direkt auf 0. Es ist eigentlich krass, der einzige Grund, warum der Backwards Long Jump funktioniert hat, ist, dass die Geschwindigkeit unbegrenzt war, die man in die negative Richtung kriegen konnte, also nach hinten, rückwärts, deswegen Backwards. Und das haben sie halt gefixt und jetzt kann man sich nicht mehr so richtig durchglitschen. Ich bin mir sehr sicher, dadurch, dass das Spiel jetzt wieder einiges an Prominenz gewinnen wird, dass sich wieder neue Exploits finden werden, aber ich denke nicht, dass es nochmal mit 0 Sternen durchspielbar sein wird. Einfach aus dem simplen Grunde, mit der Shindo-Version auf dem N64 ginge das vielleicht, aber die Tatsache, dass wir hier halt auf echter Hardware angewiesen sind und die Emulation davon noch nicht so weit ist, ich weiß ja nicht. Ich find's toll, dass da hinten der Käfig nicht lädt, denn den wollte ich als nächstes holen, den Stern. Aber wenn der Käfig nicht da ist, dann muss ich ja gar nicht den Kettenhund besiegen. Lol, muss ich eh nicht. Lol. Aber der Kettenhund besiegt mich. Nein! Ich habe gerade, glaube ich, das erste Mal Schaden genommen, kann das sein? No damage, run incomplete. I'm so sorry. Achso, übrigens, falls das Video leicht asynchron wirken sollte, das ist das Spiel. Das ist buchstäblich das Spiel. Es läuft in 30 Frames. Bei uns hierzulande lief das damals nur mit 25. Ich weiß nicht, ob das irgendeine Auswirkung darauf hat, wie das alles funktioniert. Geilo, geilo. Aber ich merke einen leichten Unterschied. So, jetzt müsst ihr mich mal ganz kurz hier supporten. Fliege zur schwebenden Insel. Dafür muss ich einfach nur die Karotte öffnen. Genau, ist eine Karotte. Top 10 Leute mit 10 Karotten. Und dann ist die da vorne auch offen und dann drehe ich die Kamera hoch und dann Success. So, und dann haben wir 4 von 7 Sternen in dieser Welt. Ich denke, ich muss niemandem mehr Mario 64 erklären. Ich hoffe es zumindest. Ansonsten, bei Fragen könnt ihr mich immer gerne in den Kommentaren anschreiben. Ich beantworte sie dann, sobald ich sie lese. Wer hätte es gedacht, ne? Ich hätte es fast geahnt, dass er es beantwortet, nachdem er es liest und nicht bevor er es liest. So, wir machen... Boah, ist das knifflig mit den Joy-Con. So, so landen wir definitiv auf der Insel. Das ist chillig. Und das will ich. Und nein, ich falle da jetzt nicht runter. Das sehe ich überhaupt nicht ein. Gib mir mal den Stern. Und dann verlassen wir jetzt auch erstmal diese Welt. Denn alles, was hier nachkommt, das sparen wir uns noch ein bisschen auf. Was ich jetzt nämlich tun werde, ist mir ein bisschen die Rutsche anzugucken. Die 3 fehlenden Sterne sind einerseits mit der Flugcappy zu erreichen. Und sind die Münzsterne. Und die werde ich mir jetzt zuallererst mal aufsparen. Und ich werde hier oben hingehen, wenn ich da hinkomme. So. Und mich mal zur Rutsche begeben. Da werden wir uns jetzt den normalen Stern krallen und dann fliegen wir von den Krallen. Ja. Oh mein Gott, woher wusste er, dass es da reingeht? Woher wusste er, dass da ein blauer Schalter ist? Liegt das etwa daran, dass das Spiel 23 Jahre alt ist? Lol. Also wie gesagt, ich habe es eingangs ja erwähnt, Mario 64 ist das Spiel, mit dem ich so ein bisschen am kampfzipfelsten bin von all den 3 Spielen in dieser Collection. Mit Mario Galaxy habe ich ebenfalls eine coole Zeit, aber ich habe es einfach so wenig gespielt. Ich werde ein paar Missionen kennen, aber gerade das Endgame habe ich so gut wie nie wirklich mir angeguckt. Ich habe halt meistens es einfach so gemacht, dass ich irgendwie die ersten paar Sterne gespielt habe, dann aufgehört habe. Ich habe das Spiel 1-2 Mal durchgespielt oder sogar nur einmal, ich weiß es nicht ganz genau. Aber es wird auf jeden Fall interessant. Was auch interessant wird, das wird der nächste Part sein. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen und Zuhören eventuell, wenn ihr mir gelauscht habt. Lasst nichts anbrennen, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Abonniert für weitere Videos, denn es kommt jetzt eine ganze Menge. Und lasst nichts anbrennen. Haut rein, bis dann, tschüss.